Hallo AC-Freunde, willkommen zur nächsten Episode von Waxers AC TV. Heute Teil 2 zum Aufbau von meinem Really New One Stunt Monster Truck. Ich habe in Teil 1 euch ja schon gezeigt, wie weit ich gekommen bin. An diesem Status hat sich nicht viel verändert. Ich habe bloß das ein oder andere mal noch ausprobiert und schon was vorbereitet. Und heute geht es an den Einbau der finalen Teile und an die Fertigstellung von dem guten Fahrzeug. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. So Freunde, da sind wir auch schon. Und ihr könnt sehen, sind schon ein ganz gutes Stück weit gekommen. Was hat sich jetzt zwischenzeitlich im Content, also den ich nicht für euch gefilmt habe, verändert? Ich habe mittlerweile meinen 3S Lipo reingepasst. Dazu musste ich ein Stück vom Chassis abnehmen, auf der Innenseite. Ich kann euch das mal kurz hier auspacken. Ich zeige euch das einfach mal kurz. Das war keine große Sache. Ich habe hier so einen kleinen Akkuschutz, weil ich eben bei meinen 3S Lipos mit diesen Softcase Akkus fahre. Und damit ich dann beim ein oder anderen Sprung und Landung den Akku nicht beschädige, habe ich mir einfach von meinen Crawlern so eine Trittleiter ausgeliehen, habe eine zweite ausgeliehen und die gekürzt um eine Länge. Also hier einmal zwei Loch, einmal drei Loch. Und das Ganze packe ich dann seitlich und oben auf dem Akku drauf, dass da einfach ein kleiner Schutz da ist. Das Batteriecase ist in dem Fall noch mit einem Schaumstoff ausgefüttert, damit ich wirklich auch da einfach ein bisschen den Schutz habe. Und dann habe ich hier vorne die Kante abgenommen. Ja, könnt ihr da ganz gut sehen, die Schnittstelle hier. Da habe ich ein bisschen was rausgenommen und auf der Seite ebenfalls. Da ist das Kunststoff hier einen schönen hat hier einen Bogen gemacht. Das habe ich rausgeschnitten, damit der Klett und der Akku einfach schön Platz haben. Genau, dann, was wir hier sehen in der Mitte, meine neue Chassisstrebe, die sogenannte Chassis Brace, wie es die Army immer so schön nennen. An der Stelle eine Alustange und von mir selber entworfene Köpfe für diese Alustange, die dann mit, wer kennt's, ja, alten Pivot-Schrauben vom New One, die Pivot-Ball-Köpfe, der Lenkhebel, verschraubt werden. Das Ganze hat vorne eben ein komplettes Loch und auf der Hinterseite habe ich ein Stück Plastikfutter gelassen, wo sich die Schraube reindreht. Das heißt an der Stelle wirklich, die ist safe, die ist fest, stabil, hält, trägt das Auto. Ja, ich wollte ja dann noch die Dämpfer wieder fertig machen und einbauen. Bloß dann habe ich herausgefunden, beziehungsweise dachte ich mir, warum nicht mal 1:8 probieren. Ich habe hier die alten Dämpfer von meinem Carson Spector, dem 1:8 Buggy, der hinter mir steht. Und ich habe das ausprobiert. Ich habe auch schon einen Dämpfer reingepasst. Das funktioniert. Ja, vorne wie hinten. Was man aber dazu tun muss, man muss die Anschraubposition des Dämpfers verändern. Und zwar nicht mehr wie gewohnt hier auf den äußeren Löchern der Dämpferbrücke, sondern hier auf den Karo. Wie sagt man, die Karo-Pins, die Karo-Halter. Da sind ja auch Löcher drin, wo ich kleine Schrauben drin habe, kleine Madenschrauben, um den Karo-Halter zu fixieren. Die habe ich rausgedreht und habe eine M2-Gewindestange genommen, habe mir die zurechtgesägt und habe dann eben den ganzen Dämpfer auf dieses Loch aufgehängt. Die Gewindestange geht so weit nach hinten, damit es eben den Karo-Halter auch noch verschraubt hat. Somit eine Win-Win-Situation und vorne unten bin ich hier mit meiner Edelstahlschraube ganz normal im Querlenker drin. Ich habe es am Anfang mal ausprobiert, das Ganze von außen aufzubauen, das heißt also außen am Querlenker zu verschrauben, den Dämpfer, und dann hochlaufen zu lassen an diese Position, bloß dann wird der Abstand hier zu groß. Und als Abstandhalter habe ich auch die alten Dämpferhalter von dem Carson verwendet. Ich habe da ja auch schon umgebaut auf dickere Schrauben und habe jetzt eben hier diese 1:8 Dämpfer drin. Voilà. Ich zeige es euch mal kurz, wenn ich das mit einer Hand hinbekomme. Aber die machen einen ganz guten Job und sollen natürlich dann dem Auto als Stunt Truck so ein bisschen die Fallhöhe versüßen. Ja. Da habe ich noch wunderschön Lewis Monster Truck Rocket Reifen drauf. Und zwar auch mit einer 14er Hex, wie man das von den Armor-Fahrzeugen kennt, so ein bisschen. Das ist ja die Standard 12 mm Hex, die man so kennt von den Reli-Baukästen. Und ich habe mir von Traxxas welche besorgt.
Wo ist der zweite? Der steckt hier im Reifen schon drin. 14 mm Hex von Traxxas. Das Ganze passe ich an mit einem Stift, mit einem Pinstift. Die Pinstifte nämlich von den 14 mm Hex, die sind nämlich zu dick, als dass sie hier in das Loch reinpassen. Was mache ich? Ich nehme einen Stift, den ich für 12 mm verwenden kann, stecke ihn rein, packe ein bisschen Schrumpfschrauch links und rechts drauf, genauso wie auf dieses Stück. Ja, da packe ich wirklich ganz, ganz wenig. Ich schneide es mir ab von hier. Schneide ich mir wirklich bloß 3-4 mm ab, setze das drauf, von dem dünnen gleichfalls 3-4 mm abschneiden, genau diese Größe, auf den Pinstift aufsetzen und dann das Ganze einfach ein bisschen erwärmen. Und dann passt sich das dem Adapter sagenhaft gut an und ich habe auf dem Reifen einfach kein Spiel. Ja? Das einzige Spiel, das ich habe, ist durch die Pivotköpfe, aber ich habe auf dem Mitnehmer kein Spiel mit dem Reifen. Und das funktioniert tipptopp, also da zeige ich euch nachher nochmal genauer, wie ich mir das zusammengeflickt habe. Der Nuvon wird an der Stelle einfach wirklich komplett für diesen einen Zweck der Tricks so ein bisschen aufgebaut. Das heißt, durch die etwas bisschen größeren Reifen, die an der Stelle nicht wirklich schwerer sind wie die Nuvon-Reifen, durch aber tatsächlich die dickeren Dämpfer und durch diese Brace möchte ich dem Monster Truck die dementsprechende Stabilität verschaffen, die er nachher braucht. Ich packe euch jetzt mal einen Zeitraffer und zwar geht es jetzt ans ringsrum Verschrauben von den Dämpfern und sobald ich dann an die Detailschritte komme, sehen wir uns dann gleich wieder. So Freunde, ihr habt es gerade gesehen, war jetzt ein bisschen Fummelarbeit, aber es ist drin. Ich sag mal, der beste Beweis, seht ihr hier, es läuft alles super. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Spiel durch die Pivotball-Köpfe, das ist aber ganz normal bei dem Fahrzeug, alles gut. Und was wir jetzt als nächstes machen, hoppala, ist eben Dämpfer Nummer 2 auf die vordere Seite einzubauen. Das kommt jetzt als nächstes. Euch mal ein bisschen besseres Bild, dass ihr auch was sehen könnt. Ja, wie vorher erwähnt, wie gesagt, ich hatte eh schon in der Vergangenheit hier mal die Schrauben ausgetauscht gegen Kreuzschlitzschrauben und zur Befestigung eben von dem Karohalter. Und was jetzt kommt, ist eben einmal die Verbindung von dem Adapter, den brauche ich für den Kopf vom Dämpfer, ja, als Abstandshalter auch zu der ganzen Geschichte. Da kommen noch drei Beilagscheiben drunter, aber das ist wie gesagt alles relativ easy. Und dass das Ganze nachher auch ordentlich passt, muss ich hier eine M3-Gewindestange, ich meine es ist eine M3-Gewindestange, genau, das ist eine M3-Gewindestange, die nehme ich her, die passt da rein, da kann ich die nämlich schön einschrauben. Und damit das Ganze von der Länge passt, schaue ich hierher, so dass ich die Gesamtlänge habe, dass es nachher den Karohalter auch berührt. Und dann bei der anderen, gehen wir mal noch einen Millimeter weiter, habe ich circa hier
angesägt. Ja? Das wäre jetzt ein Stift. Habe ich irgendwo ein Metermaß? Beziehungsweise das wird jetzt ein Stift mit 3,6 cm Länge. Und das machen wir auch einfach mal im Zeitraffer. So, Freunde der Berge, da haben wir es auch schon. Also ganz wichtig, vor allem wenn ihr sowas mit einem Multitool cuttet oder mit was ähnlichem oder so wie ich, so einem kleinen Handgerät, auf jeden Fall mit Schutzbrille arbeiten. Weil sowas kann natürlich auch mal ins Auge nachher gehen und das will man nicht. Soll nicht ins Auge gehen. Aber so habe ich jetzt eben meinen Gewindestift, der da reingeht und seinen Job nachher macht. Und der bekommt jetzt von mir noch drei Unterlagscheiben. Das habe ich auf der rechten Seite genauso gelöst. Damit das vom Abstand nachher wirklich optimal ist mit dem Querlenker unten. Dafür mache ich die Abstandscheiben noch rein. Weil sich ansonsten das komplette Konstrukt eben so weit reindreht, bis dann die Mutter Kontakt hat. Und das wollen wir nicht. So, das passt vom Abstand ziemlich perfekt. Was ich jetzt mache, damit sich das Ganze nicht so schnell wieder löst, da packe ich jetzt ein bisschen Loctite drauf. Einfach wirklich nur so ein Tropfen, wenn ich was sehen würde. Jawohl. So, und jetzt kann ich das mit der Hand eindrehen. Und zwar bis ich nachher auf Anschlag mit dem Adapter bin. So, das merkt man dann auch, sobald man dann diesen Querlenkerbolzen erreicht hat. Also, was rede ich denn? Den Karosseriehalterbolzen. Querlenkerbolzen. Ja, ihr merkt es dann, wenn ihr auf Spannung seid. Das reicht auch wirklich handfest an zum Ziehen, dass dieses Teil hält. Und jetzt kann ich mit dem Adapter das Ganze verschließen. So, dass es auch fest sitzt und sich nicht mehr aufdreht. Ja. Jetzt habe ich hier nachher auf jeden Fall noch ein Überhangstück. Das werde ich dann noch mit dem guten Werkzeug hier abnehmen. Aber das mache ich dann zum Schluss, wenn ich fertig bin. Jetzt kommt der Dämpfer zum Einsatz. Und zwar folgendes muss man tun, damit die reinpassen. Diese schwarzen Kugeln, die an der Unterseite der Dämpfer drin sind, oder bei den anderen, oder bei meisten sind sie auch mal Gold, die nehmen wir raus. Die brauchen wir in dem Fall nicht. Dann habe ich zwei Gummiringe, zwei Dichtungsgummi für Dämpfer. Die packe ich da rein. Die sind aber lediglich zur Führung gedacht, für die Schraube, die da reinkommt. Jetzt kommt meine Edelstahlschraube, Numero Uno. Ja, perfekt. Und dann verschraube ich das Ganze auf das äußerste Loch, auf das äußere Loch vom Querlenker. Und dann sitzt die Unterseite schon drin. Und damit es nachher nicht so ein Gefummel gibt, beziehungsweise dann nicht noch irgendwelche Probleme aufkommen, muss ich jetzt gerade schnell checken. Da hatte ich keinen Adapter mehr drin. Alles klar, dann kann ich die schon mal reinsetzen, die Oberseite. Auf das kommt dann nochmal eine Unterlagscheibe. Und dann eine selbstsichernde Mutter. So sollte auch gewährleistet sein, dass das Ganze sich dann nachher natürlich beim Fahren nicht lockert. Das Ganze noch draufgeschraubt bis zum Anschlag.
noch nicht komplett fest angezogen, weil ich muss noch ein Stück abnehmen von der guten Geschichte, bevor das dann 100% passt. So, und jetzt unten das Federbein wieder etwas anheben, in den Querlenker reinsetzen, Schraube ran. Der da raus. Und dann das Ganze eindrehen. So, durch die Gummis, wie gesagt, das ist nur eine kleine Führungshilfe. Und dass der Dämpfer unten eben nicht komplett lose durch die Gegend wackelt, durch die fehlende Alukugel. Und so einfach nur noch das Ganze festziehen. Und dann kann ich schon meinen ersten Federtest machen. Also die Dämpfer, richtig cool. Und ich glaube, die werden dem Fahrzeug wirklich ganz, ganz viel Schmerzen ersparen. Das ist die Hoffnung, die ich habe, wenn ich diese Teile einbaue. So, Schutzbrille. Jetzt muss man aus der Nähe arbeiten. Und wir wollen nicht das, was ins Auge geht. Schon unten. Das Ganze ist gut warm und jetzt wird es noch festgezogen und verschraubt. So, und damit nachher die scharfen Kanten auch weg sind, einfach eine Feile nehmen und das Ganze jetzt noch ein bisschen nachfeilen. Das Ganze mache ich jetzt viermal, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich nochmal, wenn es dann zum Einbau von der Elektronik geht und das Baby dann einfach mal alle vier Reifen und alle vier Dämpfer montiert hat. Bis gleich. So, AC-Freunde, da sind wir auch schon. Der finale Einwurf, die finale Einblendung, kurz vor Schluss. Der ein oder andere wird sich wundern, was ist das? Was ist jetzt hier passiert? Folgendes habe ich gedruckt, frisch aus meinem Drucker. Skidplates habe ich gesehen bei dem ein oder anderen Traxxas-Modell. Macht wohl Sinn. Heißt, wenn ich auf dem Dach lande, lande ich auf den Skidplates. Und verkratzt mir nicht gleich die Karo. Ich denke, es wird bei 3S-Betrieb mal ein rein optisches Gewicht bleiben. Und wird nicht so viel Funktion nach sich ziehen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, es sieht mega cool aus. Sind richtig cool rausgekommen. In Neongrün, passend zur Karo. An der muss ich jetzt noch ein bisschen was machen. Da werde ich noch ein bisschen Tape reinmachen. Das Ganze noch ein bisschen verstärken, damit die Karo möglichst nachher auch den ganzen Stunts gerecht wird. Deswegen hier jetzt einfach mal noch für heute die ersten Schritte außen herum. Skidplates draufgepackt, hinten eine, vorne eine, zwei aufs Dach. Und jetzt
kann ich euch zeigen. Das 3S-Monster. New One. Und zwar diesmal wirklich 1:8. Nein. Also ich habe ja schon mal so ein 1:8er gebaut mit 1:8er Buggy-Reifen. Da war das Ganze aber schon ein Truggy. Jetzt 1:8er Monster Truck mit Chassis Brace. Eignet sich übrigens auch gut als Tragegriff. Ja, kann man mal machen. Und dann zieht es rein. 1:8er Federn. Ich würde jetzt mal schätzen, das ist ein guter halber Meter. Hä? 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 Wer hat's gehört? Nix. Das Ganze nehmen wir ein Stück weiter hoch. Guter Meter. Da ist er aufgesetzt. Ja. Das war jetzt aber auch die Skidplate unten, die ich hinten drauf habe. Die wiederum hat den Boden berührt jetzt. Und das aber mit Akku, also mit dem 3S-Akku. Ich kann euch sagen, wenn ich den 3S-Akku rausmache, ab 1 Meter Höhe, hört er sich wieder nur noch so an. Zieht euch das rein. Das machen 1:8er Buggy-Dämpfer mit dem New One. Schaut euch dieses Biest an. Ja? Ein absolutes Monster. Farblich sind wir jetzt total aus dem Ruder gelaufen. Ja? Mit Rot, Blau, Grün, Orange. Das ist so ziemlich alles drin. Aber was soll ich euch sagen, Männers? 1:8er Dämpfer, das musste jetzt mal sein. Guckt euch das hinten an, richtig sexy. Und ich habe da noch ein bisschen Platz für eine Wheelie Bar oder ähnliches. Mal gucken. Hier mit dem Gehäusedeckel muss ich noch was machen. Ansonsten lasse ich das frei. Weil dieses Fahrzeug wird kein Wasser mehr sehen, ganz ehrlich. Mit dem gebe ich es mir jetzt überall. Skaterparks, Rampen, das Ding muss Backflips machen. Und ich kann euch sagen, es zieht mit 3S ganz schön was her. Die Reifen ballonen richtig gut. Deswegen an der Stelle, das sind nachher meine Reifen. Die Wahl für meinen Newborn Monster Truck als Monster Trick Maschine. Ja, Stunt Truck, so gesehen. Wie gesagt, 3S Akku sitzt drin, 8500 mAh, bin gespannt, wie lange ich mit dem fahre. ESC umgelötet auf EC5 Stecker, hinten mit Funkschlauch, damit es wirklich alles safe ist. Ja. An der Stelle wirklich der ein sehr haltbarer, sehr langbarer Stecker. Der beste, den ich jetzt eigentlich bisher so an meinen AC-Fahrzeugen verbaut hatte, kenne ich von den AMA-Modellen, habe ich jetzt deswegen auch für den New One übernommen. Ich kann das Ganze noch mit einem Adapter auf T-Plug runter adaptieren, sodass ich theoretisch auch noch meine 2S-Dienstplug fahren kann, aber ich bin tatsächlich in der Lage, jetzt erstmal meine 2-3S-Akkus mit dem Baby zu bewegen. Wie gesagt, vorne die Gewindestangen zum Befestigen der Dämpfer oben. Dann habe ich die Querlenker unten noch ebenfalls mit Gewindestangen versehen, Woche, wo ihr jetzt nicht mit dabei wart. Dann habe ich hinten noch die Edelstahlschrauben ausgetauscht, hinten an den Köpfen. Also dieses Fahrzeug ist absolut für sehr hohe Belastung gebaut, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Ich kann es jetzt leider nicht mehr testen heute, es ist einfach schon dunkel. Leute, hier, Tageslicht ist einfach nicht mehr. Zudem ich auch mit dem Ding tatsächlich auf den Skaterpark will, ich werde jetzt gucken, wann ich da dazu komme, aber wir werden definitiv eine Testfahrt machen mit diesem Schätzchen und check diese Federrate. Ich finde das nur geil, ich könnte das den ganzen Tag machen. Zieht euch das rein, wieder Tragegriff. Hier, Schreibtischhöhe. Ja, aufgesetzt. Bisschen niedriger. Geht auch noch. Aber Leute, vergesst nicht, 8500 mAh Akku drin. Ja? Nix mehr. Richtig cool. Ich kann euch das nochmal noch kurz zeigen. Einfach mal den Akku raus. Mit seinen zwei Schutzplastikteilen. So, ohne Akku. Schreibtischhöhe. Was habe ich gesagt? Nochmal. Wir nehmen es wirklich hier. Schaut mal, ungefähr einen Meter bis zum Boden. Zack, zack und 3, 2, 1. Er geht nicht mal mit der Skidplate runter. Also wenn das nachher nichts ist für den Skaterpark, dann weiß ich auch nicht. Leute, wir werden es angucken, wir werden es testen. Aber für heute ist leider Schluss. So, AC-Freunde, das war Teil 2 zum Aufbau von meinem Really New One Stunt Truck. Heute haben wir mal was ganz Verrücktes, weil heute machen wir einen 2-Zonen-Content.
zwei Zeitzonen-Content. Ich war jetzt mittlerweile tatsächlich auch mal kurz draußen mit dem Fahrzeug und habe ihn getestet. Und ich bin natürlich gleich all-in gegangen und habe mich an den Skaterpark gewagt. Was soll ich euch sagen? Nach dem, was ich jetzt alles zusammengebaut habe, was ihr jetzt gerade die letzten bestimmt 25, 20 Minuten angeschaut habt, kann ich euch jetzt gleich mal noch sagen, ob und wie das funktioniert hat oder was auch schiefgelaufen ist. Deswegen, wir gucken es uns deswegen noch mal ganz kurz aus der Nähe an. Ich musste jetzt bloß allerdings mal kurz euch ein kurzes Zwischenfeedback geben. Das heißt, hier im gemachten Content sind es jetzt schon wieder 2 Tage später von dort weg, wo ich das Auto geschraubt habe. Zwischenzeitlich war schlechtes Wetter. Ich war ein bisschen ans Haus gebunden, konnte nicht raus, war aber gestern draußen beim Fahren. Wie gesagt, habe mich dann an den Skaterpark gewagt und zeige euch jetzt, was von meinem Fahrzeug noch übrig ist. Das sind wir auch schon. Zum zweiten Mal. Der fertig aufgebaute New One Stunt Truck Edition. Okay, was ist gut, was ist schlecht? Ich kann es euch gleich sagen. Der Kanal und das ganze Thema dient ja nicht der Situation, dass ich euch irgendwas verkaufen will, was ihr jetzt krampfhaft nachbauen sollt und was unter Umständen nachher nicht funktioniert und weswegen ihr dann wieder zu mir zurückkommt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, auch jetzt einfach im Nachgang, auch wenn es ein bisschen komisch wirkt, weil wir jetzt 2-mal neu angefangen haben in dem Teil 2 heute, einfach das gleich drauf zu packen, anstelle deswegen ein neues Video zu drehen, was unter Umständen wieder zeitversetzt kommt. Deswegen packen wir heute alles in den einen Content rein und ich erkläre euch und sage euch, was passiert ist. Okay, Nummer 1, das Fahrzeug fährt. Top. Nein, also von der Seite her hat auch schon mal alles gut funktioniert. Ich kann es euch mal so erklären. 2S Akku war nicht ganz so ein Problem. Was ein bisschen ein Problem geworden ist, dadurch, dass natürlich die Reifen jetzt etwas wuchtiger sind, etwas größer sind wie die normalen und auch die Dämpfer etwas schwerer sind, hat das ganze Fahrzeug an Gesamtgewicht gewonnen. Es ist etwas schwerer, wie der Newborn normalerweise standardmäßig ist. Fürs Springen nachher, wofür ich das Ganze auch konzeptioniert habe, war das jetzt mit den 1:8 Dämpfern schon mal richtig top. Also jede Landung, die ich machen konnte, war an der Stelle wirklich erstmal richtig gut. Was ein Problem geworden ist, war nachher dann der Test mit dem 3S-Akku. Problem? Gewicht. Der ist so beulenschwer, ja, dass der natürlich den Newborn ordentlich in die Knie zwingt vom Gesamtgewicht vom Chassis her. Und jetzt kommt eine Komponente, wo ich dachte, ich komme damit fein raus, wenn ich natürlich die Alugus von Ragua verbaut habe. Und ich kann es euch ja hier zeigen, ihr seht es ja schon. Ich packe euch das auch mal einfach kurz aus. Und zwar ist dann Folgendes passiert. Ich habe dann mal einen etwas höheren Sprung genommen, bin gelandet und dann hat das Ganze erstmal das Motorritzelzahnrad ans Hauptzahnrad wieder näher hingebracht, weil wir ja bei dem New One über eine Halterung sprechen, die man ja auch verändern kann. Also eine Mono-Halterung, die nur an einer Seite fix verschraubt ist und auf der Oberseite quasi man den Motor eben hin und her sliden kann, je nach Motorritzelgröße. Deswegen ist mir das erstmal wieder hingerutscht, wobei das noch nicht so schlimm ist. In dem Moment, wo man draußen steht, drückt man den Motor wieder ein Stück weg und dann passt das einigermaßen. Aber was natürlich jetzt gleich durch das passiert ist, ist, dass einfach dann das Rad nicht mehr sauber gelaufen ist. Ich bin dann weitergefahren und dann kam wieder das typisch ominöse Knacksen, was ich eigentlich nur kenne, von wirklich starken Akkus. Und ihr könnt es euch mal hier angucken. Mir hat es dann auf 3S einfach mal das obere Zahnrad vom Diff-Tellerrad zerfetzt in 4 Teile. Kein Spaß. Das Ding ist komplett einfach auseinandergesprungen. Und ich habe dann aber noch nicht gleich aufgegeben. Ich habe dann nochmal 2 neue Diffs verbaut, vorne wie hinten. Vorne war es jetzt natürlich nicht so belastet wie hinten. Ich habe dann nur gedacht, okay, um dem Ganzen wirklich vorzubeugen, baue ich einfach nochmal 2 neue Diffs ein. Bin dann draußen auf der Straße mit ihm nochmal gefahren, also außerhalb vom Skatepark. Das heißt, er fuhr auch da wieder. Alles gut soweit. Aber dann ist auf 2S eigentlich genau dasselbe passiert, dass dann beim Vollgasfahren, aufgrund auch der Traktion, sage ich mal, von meinen Straßenreifen, einfach wieder das Diff in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist nicht gesprengt, es läuft auch soweit. Ja. Es ist an der Stelle alles okay, aber die Gens Ace Bashing Akkus an der Stelle, die haben natürlich eine sehr, sehr hohe Entladerate, auch schon die 2S Akkus. Und ich glaube, dass hier auch wieder die Entladerate einfach mit der Geschwindigkeit, mit der Traktion der Reifen eine große Rolle gespielt hat. Deswegen hat jetzt auch hier das hintere Diff wieder zu knacken angefangen. Ich bin ein bisschen irritiert dahingehend, weil ich ja grundsätzlich die Motorisierung, das Innenleben, Hauptzahnrad sowie die Diffs und deren Kegelräder ja schon auf Dune Fighter umgebaut habe. Das heißt, für mich ja eigentlich eine komplette Dune Fighter steht in einem New One Kleid. Ja. Jetzt kann natürlich nur sein, der Dune Fighter hat ein bisschen schmälere Räder, der ist an der Stelle vielleicht nicht ganz so schwer, deswegen klappt das da mit der höher KV-basierten Motorisierung auch besser.
Nur der New One oder sein Kompagnon in 3S kommt ja mit 3000 oder 2500 kV. Deswegen könnte ich vermuten, dass dort wahrscheinlich ein Motor in der kV-Zahl vielleicht dann die bessere Wahl wäre für dieses schwere Biest. Nichtsdestotrotz, ich bin stolz auf meine Arbeit. Genau, was kann ich noch berichten? Es ist leider auch so, dass mein New One an der Stelle wirklich schon echt alt ist. Das muss man an der Stelle auch festhalten. Und zwar, das Innenleben, das ich ja damals umgebaut habe, war ja auch von einem gebrauchten Dune Fighter. Und man sieht es ein ganz kleines bisschen hier am Gehäuse. Bei mir ist alles schon etwas ausgearbeitet. Ja, wir haben hier überall ein bisschen Spiel, wo kein Spiel sein sollte. Da sind jetzt keine Schrauben drauf. Aber selbst wenn ich die Schrauben drauf habe und verschraubt bin, dann habe ich hier trotzdem einfach viel Spiel am Kugellager. Das gleiche auch hier bei dem blauen Pinstift. Der Pinstift sitzt so ganz gut drauf. Ich habe ihn auch mit Loctite fixiert. Allerdings habe ich jetzt schon beim Runterschrauben festgestellt, dass die vordere Spitze des Bolzens, dass die schon richtig abgearbeitet ist. Ich meine, ihr kennt alle die Basher Clips. Das Fahrzeug hat an der Stelle wirklich schon viel mitgemacht. Es ist wirklich oft, hat oft Donuts gemacht, durchgedreht, alles mögliche. Jumps, Landungen, keine Ahnung. Also an der Stelle nicht mal wirklich als Vorwurf, aber eben als Feststellung, dass jetzt wirklich das ein oder andere Teil, vielleicht dann auch die Skidplates, die nicht mehr so 100% gerade sind, dass das einfach so mit ein Faktor sein könnte, warum jetzt die Testfahrt in dem Stadium mal schief gelaufen ist. Nichtsdestotrotz, ich gebe dieses Baby nicht auf, weil er ist immer noch den Kampf wert, beziehungsweise grundsätzlich ist das ja wirklich ein geiler Monster Truck, mit dem man performen kann. Ich werde jetzt ein bisschen in die Kreativpause gehen mit dem New One, weil ich möchte das Ziel tatsächlich noch irgendwo erreicht haben. Ich weiß, dass das mit den Dämpfern funktioniert. Ich weiß, dass die Brace auf jeden Fall schon mal kein Fehler ist. Die möchte ich an der Stelle einfach noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Ich habe jetzt auch zum besseren Dämpfung von dem Ganzen schon ein bisschen Schaumstoff eingearbeitet, allerdings nur händisch, nicht geklebt. Da möchte ich vielleicht noch ein bisschen was nacharbeiten. Und ich denke, auf den, scharf gestelltes Bild, auf den kommenden nächsten Sommer 2021 gönne ich mir einfach noch mal einen frischen Bausatz. Ob ich den dann nochmal einfalle oder nicht, gucken wir da mal. Ich stehe ja so ein bisschen auf meine Black Edition, ich finde das ganz sexy. Die RPM-Querlenkerteile sind an der Stelle kein Problem, die sind noch wirklich gut, die kann ich wieder weiterverwenden. Das heißt, ich werde eigentlich nichts anderes machen, wie einen frischen Bausatz bestellen und dann einfach Anfang des nächsten kommenden Jahres nochmal frisch aufbauen in diese Variante, nehme die Dämpfer mit, vielleicht bestelle ich ihm dann auch mal noch ein paar eigene Dämpfer aus Alu, ähnlich wie ich das beim Carson Spectre ja drin habe. Da gibt es ja von Redi, von Generation X, die großen, die komplett aus Alu sind. Hier haben wir noch die Kunststoffdämpfer, wobei vom Gewicht her, die natürlich dem ganzen Projekt hier schon ein bisschen in die Karten spielen. Vielleicht muss ich beim Thema Reifen noch mal ein bisschen umswitchen, vielleicht doch noch mal ein bisschen auf ein gröberes Profil gehen, nicht ganz auf Straße. Ich denke, im Skaterpark, tolle Sache. Ich muss es einfach nochmal testen. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, als ich damals die Lewis Uphill zum Beispiel gefahren bin, wo ich ja auch in der Lage war, einen Backflip zu machen, dass ich dort solche Probleme hatte, beziehungsweise so krasse Diff-Probleme hatte ich da einfach nicht. Die sind da erst wirklich spät mit der Zeit gekommen und da war es für mich ganz klar eine Folge der Abnutzung. Und deswegen einfach auch hier nochmal einen Schritt zurück, um nochmal zwei Schritte Anlauf zu nehmen. Und dann werden wir auf jeden Fall noch unsere Basher-Videos mit dem Schätzchen genießen können. Gut, das jetzt einfach als tatsächliches Fazit noch zu dem, was ihr jetzt schon vorher gesehen habt. Ich meine, an der Arbeit hat sich ja deswegen nicht viel verändert. An sich die Erkenntnis, Fahrzeug in diesem Moment zu schwer, geht nicht. Daumen runter, ich bin ehrlich mit euch, deswegen sind wir hier auf dem Kanal. Ich verdiene immer noch kein Geld mit dem Zeug. Deswegen kann ich mit euch da auch offen drüber sprechen. Und ich denke, das erwartet ihr auch ein Stück weit. Und darum musste jetzt nochmal ein kleiner Abschluss zu dem vorherigen Teil her, der das Ganze jetzt ein bisschen in die Länge zieht. Aber ich denke, ihr könnt es verschmerzen. Für mich ist jetzt generell der Sommer sowieso am Ende. Momentan, Senden ist wieder da. Die haben den echt repariert. Weil wie ihr sehen könnt, ich habe noch die Aufkleber alle drauf. Auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch keine Ahnung, was mit dem passiert, beziehungsweise ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich mit dem nicht mehr langfristig glücklich werde. Vielleicht bin ich persönlich, ich, der hier hinter der Kamera steht, einfach nicht der Typ für Shortcourse. Vielleicht ist das eher meine Welt, die Monster Trucks und vielleicht auch noch so ein bisschen die Carson, die Spectre Buggies, so 1:8 Buggy fahren. Das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte für Offroad in Percha. Ich habe hier immer noch meine ganzen Drifter stehen. Ich habe hier drüben noch immer meinen LKW stehen. Der wird hoffentlich auch mal bald wieder bewegt. Ich hoffe, irgendwann findet bald wieder ein Turnier oder irgendwas statt, wo ich auch mit dem Buddy fahren kann. Da oben wartet noch eine Karo, die wir gemeinsam lackieren werden. Da hinten spickelt mein neues Projekt hoch. Ja, FF03 kommt jetzt dann bald. Fronti-Projekt. Passend zum Fronti. Ja, zwar eine schöne Scirocco-Karosserie, aber
Da steht was ganz, ganz Neues vom Montag. Zeige ich euch dann noch. Kommt auf jeden Fall auch noch ein cooler Content. Ich habe noch meinen hier oben Skyline für den TC04. Möchte ich auch noch draufschrauben, wird diese Wintersaison gefahren. Und ich habe noch meine Crawler, die natürlich im Winter auch mit rausgehen. Aber dort vielleicht nicht mehr so massiv viel wie im Sommer. Es steht jetzt die Offroad-Saison ist jetzt am Ausklang. Die Onroad-Saison steht an. Auch hier schon mein TC04-Chassis ein bisschen vorbereitet. Beziehungsweise geht es mit dem schon wieder zum Fahren. Deswegen, das kann ich gleich mal hier drüber legen. Ihr seht schon, das Thema bleibt immer noch das gleiche. Hier ja auch mein Reli drin. Deswegen auch hier kommt jetzt dann bald noch den nächsten Content. Wir machen nochmal eine nächste Wartung an dem Fahrzeug. Wie gesagt, eine neue Karo dazu. Vielleicht nochmal ein bisschen was am Setup verändern. Mal ein bisschen was nacharbeiten. Und gucken, dass ich die aktuelle Bestzeit von 11,053 Sekunden schlagen kann. Das ist das Ziel. Dazu kommt dann einfach noch wirklich die Fronti-Session. Da machen wir ein komplettes Aufbauserienvideo dazu. Also mindestens mal zwei Teile. Stellen den nachher als Fronti gegenüber zu dem TC04. Das heißt, wir haben hier ein 2WD frontgetriebenes Chassis gegen ein 4WD getriebenes Kardan-Chassis. Hier haben wir Tamiya, dort haben wir Reli. Und wir werden sehen, wer die schnellere Zeit um die Piste bringt. Ich werde gucken, dass ich fahre hier ja 5200 kV. Vielleicht klappt das da drüben auch, muss ich noch checken. Aber das sind nachher alles Inhalte, die wir in separaten Videos klären. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war jetzt alles noch ganz schön abschlussreich für euch. Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge von Waxus RC TV. Und bis zum nächsten Mal.